Starten wir. Ich sage herzlich willkommen zum heutigen Channel-Webinar und ich habe keine Geringeren im Studio als Gregor, der schon länger nicht mehr da war. Gregor, unser Experte von Vision One. Man kann fast sagen, er hätte es erfunden. Ich freue mich, dass du mal wieder im Studio bist und ich habe auch dabei den Chris, unseren Channel-SE, den auch die meisten von euch kennen, wenn nicht sogar alle, und wir haben heute geballte Kraft und gut seht ihr aus. Wahnsinn. Danke, Timo. Wir hatten gerade eine Diskussion vorher. Und es geht heute um Vision One. Erste Schritte mit Vision One XDR. Wie gehen wir damit um, dass die Kunden am Ende des Tages auch das meiste rausholen können? Und es wird gehen um die Plattform als solches, die wir euch nochmal kurz vorstellen. Es geht um die Sensoren, es geht um den Service Gateway und die Events, die die Plattform ja rausschmeißt und wie wir denn mit all diesen Events umgehen, wie wir sie analysieren und einordnen. Und wenn ihr Fragen habt, ist die Bitte an euch, dass ihr sie im Question- und Answer-Bereich stellt. Der Chris und Gregor machen das heute interaktiv. Die machen es eh im Fragemodus. Und wenn eine Frage gerade passt, wird die auch gleich aufgenommen. Allerspätestens zum Ende des Webinars werden wir alle Fragen dann beantworten. Und es wird heute nur ein Recording geben, keine PowerPoint. Ja, und dann kann es schon losgehen. Dann sage ich euch viel Spaß und gute Erkenntnisse und viel Freude. Vielen Dank, liebe Claudia. Hallo, Gregor. Du lässt mich ja hier in einem schlechten Licht stehen, nachdem ich gerade festgestellt habe, dass du im Hemd bist und ich mal wieder im Hoodie. Aber ist okay. Ja, als Erfinder der Wishbomb-Plattform darf man auch etwas mehr glänzen. Ja. Jeder hat sein eigenes Stil, Chris. Also ich meine, die Kollegen aus dem Channel, die kenne ich alle quasi im Hoodie und mit Käppi. So fein. Sehr schön, freut mich. Ja, wie ihr seht, werden wir das heute etwas anders aufziehen, nachdem wir beschlossen haben, dass der Gregor hier keinen Monolog halten soll. Haben wir gedacht, wir machen das so ein bisschen im Interview-Stil. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, beziehungsweise habe ich viele Fragen mitgebracht, die ich so von Partnern in den letzten Monaten gesammelt habe, aber auch mitbekommen habe unter Kollegen und die ich denke, dass wir sie in dieser Runde ganz gern mal oder ganz gut besprechen können. Thema heute ist ja Vision One, aber speziell der Bereich XDR. Und der tägliche Umgang mit der Plattform. Und ich würde gleich mal mit einer vermeintlich banalen Frage starten, Gregor, wie man denn auf Vision One zugreifen kann. Klingt jetzt erstmal banal, aber wir hatten tatsächlich neulich die Diskussion, muss ich da jedes Mal erst über das Customer Licensing Portal mich einloggen, um dann per Single Sign-On auf Vision One eingeloggt zu werden, oder wie machst du das? Ja, guter Punkt. Also grundsätzlich ist der Weg natürlich möglich. Ja. Dann müsste man aber mit jedem Kollegen, der darauf zugreifen möchte, ja den Account sharen auf das gesamte CLP. Ja. Und vielleicht ist es ja gar nicht Ziel der Sache, dass alle in das CLP rein müssen. Ja. Des Weiteren eventuell aus Auditgründen, man kann nicht nachvollziehen, wer was wo gemacht hat. Ja. Deshalb gibt es einen direkten Zugang über portal.eu.xdr.trinwago.com. Ich glaube, den Link kann man an der Stelle später nochmal teilen. Und dort wird dann initial erstmal der Master-Administrator gemeldet sein und der Master-Administrator kann dann die entsprechenden User erstellen oder auch Rollen erstellen und den Usern diese zuweisen, damit auch dementsprechend jeder den Zugriff hat, den er braucht. Ist der einfachste Weg, definitiv. Sehr gut. Die meisten werden wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, dass wenn sie User im Vision One anlegen, dass diese auch mittlerweile im CLP erscheinen. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass der beste Weg eines rollenbasierten Administration über die Vision One-Konsole laufen sollte. So ist es, ja. Okay,
Wie sieht es denn jetzt aus? Welcher Kunde kriegt überhaupt Zugriff auf Vision One? Also welche Voraussetzungen muss ein Kunde erfüllen, damit er Vision One nutzen kann? Also grundsätzlich hat jeder Kunde Zugriff zu der Vision One-Konsole. Manchmal sieht man das direkt in den einzelnen Produktkonsolen, wie zum Beispiel Apex One, Apex One as a Service, Cloud One, dass da irgendwo so ein blauer Banner erscheint. Hey, hör zu, deine Aufmerksamkeit braucht eventuell hier einen weiteren Blick in vielleicht Bedrohungsstatistiken, Bedrohungsanalysen oder aktuelle Bedrohungsszenarien, die wir in der Welt sehen. Und dann kann der Kunde auf diesen blauen Banner klicken und wird dann auf die Vision One verlinkt. Ja, dort muss er sich authentifizieren und anmelden. Und dann hat er erstmal Zugriff darauf. Des Weiteren haben alle Kunden Zugriff zu Vision One, die ein sogenanntes XDR-Add-on gekauft haben oder auch Credits gekauft haben. Dann können diese dementsprechend direkt darauf zugreifen, die Produkte mit der Vision One koppeln. Wir können das gleich mal kurz in der Konsole zeigen, wie sowas funktioniert. Und dann werden die Produkte mit der Vision One verknüpft und wir haben die Möglichkeit, Sensoren zu aktivieren, Policies zu aktivieren, damit auch Telemetriedaten in der Vision One landen. Guter Punkt. Vielleicht kannst du gleich mal dich einloggen in deiner Vision One-Konsole. Nur damit hier auch wirklich jeder weiß, von was wir sprechen. Definitiv. Ich teile mal meinen Bildschirm. So, wir sind jetzt hier in der Vision One-Konsole. Die habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen. Auf jeden Fall, kurz das hier mal zur Seite schieben, gibt es dann hier den Bereich Product Connector. Ja? Und aus dem Product Connector kann ich dann verschiedene Lösungen an die Vision One von hier aus andocken, wie zum Beispiel Cloud One oder Apex One as a Service. Man sieht an der Stelle auch hier dann die Meldung, dass in unserer Konsole natürlich Apex One as a Service schon mit der Vision One verknüpft ist. Somit ist das nicht mehr möglich. Aber das wäre ein Weg, um die Lösung dann darin zu verknüpfen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, Sensoren zu aktivieren und Telemetriedaten in der Vision One einzusammeln. Perfekt. Zur Konfiguration kommen wir gleich noch. Ja. Vorab noch eine Frage, die ich auch sehr oft höre, wenn du vielleicht mal auf der linken Seite das Menü aufklappen kannst. Wenn man sich das erste Mal einloggt hier in der Vision One-Konsole, da wird man erstmal erschlagen. Ja, dann hat der Kunde irgendwie XDR-Add-ons gekauft, findet auch das Thema XDR auf der linken Seite, aber dann gibt es hier noch so viele andere Dinge wie Risk Insight und Zero Trust und Mobile Security. Kannst du da vielleicht kurz ein bisschen aufräumen, also gedanklich aufräumen im Sinne von, okay, was brauche ich denn, wenn ich jetzt als Kunde XDR gekauft habe? Welche Menüpunkte auf der linken Seite sind wichtig? Worauf sollte ich mich fokussieren? Ja, ist ein guter Punkt. Da muss man sich vielleicht mal selber die Frage stellen oder den Kunden die Frage stellen, worauf möchte ich mich fokussieren und mit wem rede ich überhaupt? Heißt, heute sprechen wir auch hauptsächlich um das Thema XDR Threat Investigation. Habe ich also einen Analysten oder einen SOC-Mitarbeiter oder jemanden, der einen Administrator, der quasi diese Aufgabe auf den Helm gedrückt bekommen hat, dann kann man dementsprechend in der rollenbasierten Administration ihm genau dieses einblenden, ja, damit er sich genau auf diese Arbeiten fokussiert und vielleicht dann Bereiche wie zum Beispiel Zero Trust oder auch Mobile Security oder E-Mail Security Operations, dass man genau solche Dinge dann ausblendet, weil es ist einfach nicht relevant für ihn. Ja? Das wäre für mich so der erste Weg, wie man an die Plattform herangeführt werden kann, ohne den Fokus zu verlieren, weil man denkt, man wird erschlagen durch die vielen Apps und Funktionen, die die Vision One bietet. Ja. Genau, du hast Stichwort Apps schon genannt. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, der nicht unwichtig ist, dass wir hier von Apps sprechen. Auf der linken Seite, wir reden beispielsweise auch von der Search-App,
ja, oder von der Workbench-App oder so. Also nur, dass wir darüber schon mal Klarheit schaffen, was wir meinen, wenn wir von einer App sprechen. Richtig. Jetzt kam hier gerade eine Frage rein, die an der Stelle ganz gut passt, finde ich. Die Navigation auf der linken Seite, die muss man ja immer wieder aufklappen. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass die aufgeklappt bleibt, oder? Also wenn man sie einmal aufgemacht hat, dann ist sie zwar offen, aber jedes Mal, wenn du dich einloggst, glaube ich, ist sie wieder geschlossen. Richtig, also wenn wir jetzt hier in die Workbenches klicken oder in die Search, bleibt diese natürlich geöffnet. Man hat natürlich dann auch weniger Spielraum auf der rechten Seite, ja, wenn dieses aufgeklappt ist. Somit wird das hier immer wieder in der Default-Ansicht eingeklappt. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit weiß man auch, was sich hinter dem X verbirgt. Und wenn man hier drüber fährt, wird ja auch dementsprechend das Menü hier auch nochmal aufgeploppt. Ja? Ja. Aber man hat hier in der Mitte auf jeden Fall den Fokus auf das, was man eigentlich tun möchte. Ja, okay. Es kam noch eine Frage rein, die mich eigentlich auch gleich zu meinem nächsten Punkt bringt, nämlich zur Konfiguration. Die Frage heißt oder lautet, ob man auch Network Detection Response in Vision One integrieren kann. Die Antwort kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, ja. Und wie gesagt, bringt mich jetzt gleich zur nächsten Frage. Welche Dinge muss man denn beim Aufbau der XDR-Infrastruktur beachten, um möglichst viele Informationen für eine Analyse zu erhalten? Also gehen wir mal davon aus, dass der Kunde vielleicht die Endpoint Security einsetzt und das XDR-Addon. Ist das natürlich der initiale Punkt, wo man dementsprechend ansetzt. Ja, das heißt, wir verknüpfen entweder Cloud One, Apex One mit der Vision One-Konsole und aktivieren dann hier im Bereich Endpoint Inventory und Endpoint Policies definieren wir Regelwerke, damit automatisch Endpoints mit der Sensorik ausgestattet werden. Ja. Somit haben wir den ersten Schritt getan, um alles, was auf den Endpoints passiert und was irgendwie verdächtig sein könnte, in der Vision One landet und dementsprechend analysiert werden kann oder reagiert werden kann, dann im späteren Verlauf mit der Arbeit. Jetzt ist es aber auch so, dass die Vision One natürlich noch viele andere Informationen und Analysen durchführen könnte. Ja? Zum Beispiel die Auswertung von Event-Logs und Informationen aus dem Active Directory oder Azure AD oder aus Okta. Somit ist es an der Stelle auch immer recht sinnvoll in dem Bereich, muss ich kurz mal hier reinspringen, Third-Party-Integration, dass man auch vielleicht solche Dinge wie Azure AD, ja, oder das Active Directory On-Premises anbindet. Ja. Ich denke, daraus resultiert auch vielleicht die nächste Frage, ja, was brauchen wir dafür? Zum Beispiel hier sehen wir es eigentlich ganz, ganz deutlich, dass wir dafür das Service Gateway benötigen. Ja, da gehe ich gleich vielleicht nochmal rein. Was ist das Service Gateway? Welche Möglichkeiten bietet es mir und so weiter? Aber das ist auf jeden Fall eine Integration und auch eine Art von Sensor, die wir hier mit einbringen können, weil die Vision One auch dementsprechend auf Aktivitäten aus dem AD, aus dem Azure AD und so weiter reagieren kann. Und wir haben auch die Möglichkeit, auf gewisse Dinge dann zu reagieren und vielleicht sogar ein Passwort Reset oder einen User auszuschließen, wenn wir feststellen, da passiert irgendwas Komisches in diesem User-Kontext und eine gewisse Bedrohung wird dort gesehen, dann können wir sagen, hey, lieber User, wir stellen dich erstmal zurück und prüfen das ganze Thema rund um deinen User, um deine Identität, um das Device, auf dem du sitzt. Und im späteren Verlauf bist du wieder released, wenn wir sagen, alles ist schick. Ja. Okay, du hast jetzt angesprochen Endpoint-Sensoren. Das heißt, du sprichst hier von einem Endpoint-Sensor auf Desktop-Systemen und auf Server-Systemen. Du hast die Anbindung beispielsweise von Active Directory oder Azure AD angesprochen oder Okta. Also je mehr man hier anbindet, desto
umfangreicher und kompletter wird das Bild natürlich. Die Frage war auch noch, ob wir Sensoren im Netzwerkbereich haben und ob man die auch anbinden kann. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben ja schon seit langer Zeit gesagt, auch gerade vielleicht auch diejenigen, die in einem Security Breach mal involviert waren, kennen es auch, dass das, was wir als erstes tun, wenn wir irgendwo einen Sicherheitsvorfall vorfinden, dann installieren wir unsere Breach Detection Systems. Ja? Das heißt, die namentlich genannt Deep Discovery Inspektoren, um dort Visibilität im Netzwerk zu erhalten. Und auch diese können dementsprechend hier angebunden werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit im Bereich Network Inventory, so, da gehen wir erstmal hier rein, dass wir die Deep Discovery Inspector Appliances hier anbinden können. Und wenn diese angebunden sind, liefern die auch Informationen in die Vision One ein und dann werden auch Dinge in der Vision One Endpoint Netzwerk miteinander korreliert. Ja? Und es werden dann aufgezeigt, welche Verbindungen haben stattgefunden und Connections. Somit, so wie du es eben gerade gesagt hast, wird das Bild an der Stelle vollständiger. Umso mehr Puzzleteile ich hinzufüge in das Gesamtbild, umso vollständiger ist für mich auch das Bild. Ja? Und ich kann den Vorfall vielleicht dann auch besser einordnen. Ja? Des Weiteren kann ich eventuell mit einem Netzwerksensor ja auch Blindspots eliminieren in Bereiche, die ich an der Stelle sonst mit einem Endpoint-Sensor nicht abdecken kann, weil der nicht installiert werden darf, aus Grund von Compliance oder weil es vielleicht Medizintechnik ist, Produktion, was auch immer. Überall, wo ich Blindspots habe im Netzwerk, kann ich eventuell mit einer Netzwerk-Appliance diese eliminieren. Genau, ich glaube, die DDI ist auch, also wie du schon gesagt hast, im Incident-Response-Fall ist das in der Regel die Appliance mit dem entsprechenden Netzwerksensor, die wir vor Ort schicken, um da möglichst viel sehen zu können. Der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht die anderen Sensoren, die wir aktuell noch haben, auch erwähnen. Ja, magst du, oder? Ja, genau, richtig. Also einmal der E-Mail-Sensor, ja, also wir haben hier das E-Mail-Account Inventory, das bezieht sich auf zum Beispiel die Cloud App Security, Exchange Online, Gmail oder auch die Trend Micro E-Mail Security, die hier angebunden werden kann. Ja, und das ist dann wiederum ein weiteres Puzzleteil, welches hier hinzugefügt werden kann. Ja. Genau, jetzt was Unabgesprochenes im Bereich Web Security. Ich meine, ich habe auch irgendwo gesehen, dass man Web Security anbinden kann. Richtig, wir haben die Möglichkeit, über den Product Connector dann auch hier zu sagen, immer dieses Bild, was ich hier verschieben muss, Web Security, die ebenfalls hier angebunden werden kann. Wir sehen auch hier die Tipping Point, TX1, also alles im Bereich IoT, landet natürlich dann auch dementsprechend hier in der Vision One. Genau, also man sieht, der Trend Micro Produktpalette kann hier fast nahezu vollständig angebunden werden, um eine höchstmögliche Visibilität zu schaffen. Noch was Unabgesprochenes. Ich weiß, du magst Herausforderungen. Mobile Security ist ja auch Bestandteil der Vision One. Ist das auch ein Sensor, der schon im Bereich in den XDR Data Lake mit reinfließt? Jein. Also dort die E-Mail Security, die Mobile Security, sorry, wird an der Stelle mit Intune oder Mobile Iron etc. mit an die Vision One angebunden und sie liefert uns Informationen, um einen Risikofaktor in Bezug auf die Identität oder Benutzer darzustellen. Ja? Das heißt, der Benutzer mit seinem Gerät surft eventuell mit seinem mobilen Device auf irgendwelche komischen Websites, hat komische Apps drauf. Dann wird das alles in den Benutzer-Identitäts-Scoring-Risk-Faktor mit eingebettet und analysiert. Wir haben in der Search
die Möglichkeit, nach Mobile Activity Data zu suchen. Ja? Diese Mobile Activity Data beziehen sich zum Beispiel auf Applikationen und so weiter, die wir hier, wonach wir dementsprechend suchen. Wir können nach Indikatoren suchen, die eventuell schadhaft sind. Im späteren Verlauf des Jahres wird es aber auch Detection Models geben. Was sind Detection Models? Ich glaube, dazu kommen wir dann später noch. Detection Models geben, die auch Mobile Activity Data erfassen. Alles klar, okay. Noch ein letzter Punkt zum Thema Konfiguration. Du hattest die Service Gateways angesprochen. Kannst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen, was ein Service Gateway ist, welche Funktionen es mit sich bringt und wann ich unbedingt ein Service Gateway benötige? Ob ich das immer benötige oder nur in speziellen Fällen? Ja, also das Service Gateway ist eine Appliance, die ich in meinem lokalen Rechenzentrum stellen kann. Eine virtuelle Appliance? Eine Virtual Appliance, richtig. Man sieht an der Stelle hier Download Virtual Appliance, dass ich diese für VMware ESXi oder Hyper-V herunterladen kann und dementsprechend deployen kann. Ja. Es gibt hier super gute Links und Instruktionen, wie das dementsprechend Schritt für Schritt abläuft. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht durchexerzieren. Das ist wirklich super gut beschrieben. Dazu brauche ich dann noch einen Registration Token, um die Appliance mit der Vision One zu koppeln, damit die Appliance wirklich nur mit der Vision One, mit der Kunden Vision One spricht und mit keiner anderen. Und dann kann ich auf diesem Service Gateway verschiedene Services an der Stelle applizieren. Ich nehme mir mal kurz die Appliance von einem Kollegen, der hat die meisten Services hier am Laufen. Man sieht hier, dass unter anderem bekannte Services wie zum Beispiel Smart Protection Services hier auftauchen. Ja? Des Weiteren On-Premise Directory Connection für die On-Premises Active Directory Synchronisierung, beziehungsweise nicht Synchronisierung, sondern die Event for das Event Forwarding. Syslog Connector, Suspicious Object Synchronization. Also, dass ich Objekte mit meiner On-Prem-Welt synchronisieren kann. Das sind Dinge, die hier mit reinfallen, die ich dafür nutzen kann, um Kommunikation in mein lokales Rechenzentrum zu schieben oder damit die Endpoints zum Beispiel auch darüber nach extern kommunizieren. Ja, das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sagen, das nennt sich hier Forward Proxy, agiert das Service Gateway als Proxy-Server für die lokalen Sensoren, um Informationen an die Vision One zu bringen. Vielleicht auch der Use Case. Die lokalen Agents haben keine direkte Internetverbindung und können keine Verbindung zu der Vision One aufbauen. Dann läuft die Verbindung über das Service Gateway und dann zur Vision One. Ja. Okay, also gerade für Kunden, die jetzt nicht in der Lage sind, vielleicht, dass jeder Client oder von jedem Agent aus eine Internetverbindung möglich ist, um eine Verbindung mit Vision One herzustellen, die können dann beispielsweise ein Service Gateway verwenden, um das zu bündeln, die Anfragen. Richtig, das war ein Use Case dafür, genau. Ja. Genau. Okay, du hattest auch schon gesagt, für eine Active Directory-Anbindung zum Beispiel auch, wenn AD On-Premise läuft, brauche ich auch ein Service Gateway, um das dann mit Vision One zu verbinden. Richtig, genau. Das ist genau dieser Punkt. On-Premises Directory Connection, das ist dann die Verbindung für Active Directory On-Premises oder OpenLDAP. Ja. Okay, ich denke, das soll es erstmal zum Thema Konfiguration gewesen sein. Jetzt wissen wir, wie wir die XDR-Infrastruktur ausrollen müssen, um möglichst viel Informationen zu erhalten. Jetzt geht es ja um den täglichen Umgang mit Vision One im Bereich XDR. Was für Eigenschaften muss deiner Meinung nach ein User mitbringen, der mit Vision One täglich umgehen muss? Meiner Meinung nach und das, was ich an der Stelle die letzten Jahre gesehen habe durch den Austausch mit Kunden, die es schon einsetzen oder Kunden, die damit jetzt gerade anfangen. Man muss, glaube ich, schon eine gewisse
ein gewisses Verständnis haben von Tools und wie eventuell diese ein gewisses Verhalten zu interpretieren ist. Ja? Zum Beispiel, was Mimikatz sein könnte, ja, oder wie PowerShell den Benutzer bypassen kann, damit er erhöhte Rechte bekommt. Ja. Das sind so Dinge, die sollte ein Mitarbeiter, der täglich damit arbeitet und der auch gewisse Dinge interpretieren soll, ist das schadhaft oder ist es nicht schadhaft, die sollte er mitbringen. Wir unterstützen das dabei an der Stelle gerne. Also gerade nehmen wir mal an, ein Kunde im Mittelstand hat nicht die Leute und auch die Skills, um genau das zu machen. Aber die Bedrohungslage ist nun mal diese, dass man genau das eigentlich haben muss. Ja? Dann kann natürlich der Kunde unsere Managed Services einkaufen, vielleicht auch nur für ein Jahr, ja, und baut dabei mit seinen Kollegen die Skills auf. Ja. Ich denke auch, das, was ich kennengelernt habe, dass durch die Mitarbeit und die Zuarbeit von dem Managed Service lernen die Admins und die Verantwortlichen, gewisse Dinge einzuordnen. Ja. Natürlich werden daraus nach einem Jahr keine SOC-Mitarbeiter. Ja. Aber ich denke, damit macht das alles ein bisschen leichter. Oder man macht ein Co-Manage XDR mit einem Security-Partner. Ja, das wäre natürlich auch eine Option, die man hier mit einbringen kann. Genau, oder man wird Co-Manage Security-SOC-Partner. Oder das, richtig, ja. Genau, jetzt sind wir auf die Skills eingegangen, die der User so mitbringen muss. Also ein gewisses technisches Verständnis für einige Tools, die verwendet werden. Legal und illegal auf Systemen sollte man haben und wozu die dienen, wozu die auch ausgenutzt werden können. Jetzt ist ja Vision One eine Plattform, die Dinge korreliert, Informationen korreliert und entsprechend auch Alarme darstellt. Diese Alarme nennt man bei uns, soweit ich weiß, Workbenches. Vielleicht kannst du mal drauf eingehen, wie man jetzt vorgehen sollte, wenn man relativ neu ist bei Vision One. Welche Apps sollte ich verwenden? Wo sollte ich einsteigen? Also vielleicht im täglichen Arbeiten ist sicherlich der Blick hier in das Operations Dashboard immer sinnvoll. Um hier mal kurz euch abzuholen, was bietet mir das Operations Dashboard? Einmal eine Risikodarstellung der gesamten Umgebung. Und man sieht hier, aus welchen Risikofaktoren diese Einordnung oder dieser Risikoindex an der Stelle generiert wird. Ja, dazu zählen zum Beispiel Sicherheitslücken, verschiedene vielleicht Aktivitäten, Anomalien, Verhaltensmuster, die gefunden wurden, Cloud-App-Activity, natürlich XDR-Detection, dazu kommen wir dann später noch, oder auch die klassische Threat-Detection. Ja. Und alles insgesamt zeigt dann dementsprechend einen Risikofaktor ein. Hier bekomme ich dann auch, wie gesagt, alles schön dargestellt, was gerade in meiner Umgebung nicht ganz so rund läuft, ja, und wie ich eventuell das Risiko reduzieren könnte, indem ich die Systeme patche, indem ich vielleicht auch hier Konfiguration ändere, weil gefunden wurde, dass das SSL-TLS-Zertifikat ausgelaufen ist auf einem System. Ja? Das kann ein externes System sein zum Beispiel. Und das sind Dinge, die den gesamten Risikoscope an der Stelle beeinflussen. Also hier der Blick in Operations Dashboard ist eigentlich ein sehr, sehr guter Einstieg, weil ich hier eine gute Gesamtübersicht bekomme. Und ich kann mich dann auch hier in die einzelnen Bereiche, zum Beispiel Vulnerabilities, entlanghangeln und mir diese angucken. Okay, warum habe ich jetzt hier genau diese Sicherheitslücke auf den Systemen? Auf welchen Systemen ist diese Sicherheitslücke überhaupt aktiv? Wenn wir hier reinklicken, sehen wir an der Stelle
Informationen zu der Sicherheitslücke. Jetzt gehen wir kurz hier weiter. Genau. Und wenn wir hier in XDR Detection reingucken, dann sehen wir auch die ganzen, was du eben gerade gesagt hast, Workbenches, Alerts. Dazu springen wir gleich nochmal direkt in die Workbench-App, um da ein paar Details uns anzugucken. Also das ist aus meiner Sicht der Weg, der Einstieg in die tägliche Arbeit. Und das kann dann wiederum, wie gesagt, vertieft werden. Okay, du hast das Thema Workbench, wir haben das, glaube ich, schon 2-3 Mal erwähnt. Vielleicht kannst du noch 2-3 Sätze dazu verlieren, was jetzt der Unterschied beispielsweise zwischen Workbenches und Observed Attack Techniques ist, wann was erzeugt wird und was ich bei meiner täglichen Analyse benötige. Ja, okay. Also Workbenches entstehen, wenn unsere Verhaltensmuster ein gewisses schadhaftes oder verdächtiges Verhalten erkennen. Das kann eine Kombination von verschiedenen Tools sein, das kann eine Ausnutzung von einer Schwachstelle sein, das kann an eine Malware sein, wie jetzt hier zum Beispiel Hacking Tool Detection Blocked, ja. Was das genau bedeutet, gucken wir uns gleich an der Stelle an, oder auch hier Credential Dumping via Registry. Das sind verschiedene verdächtige Abläufe, die dann definiert sind von uns, und diese resultieren dann dementsprechend, wenn wir es entdecken, zu einer Workbench. Und daraus wird dann ein Alert. Ja. Die Verhaltensmuster, ich gehe da mal ganz kurz drauf ein, das finden wir dementsprechend hier im Detection Model Management. Also das sind unsere definierten Verhaltensmuster, die wir in der Vision One haben, auf die dann dementsprechend reagiert wird und woraus dann auch Workbenches resultieren. Ja. Genau, man sieht ja auch hier in der fast mittleren Spalte Applicable Products, also da sieht man auch, für welche Produkte das jeweilige Verhaltensmuster-Template geschrieben wurde und wo es greift. Man kann es auch aktivieren und deaktivieren. Richtig, genau. Standardmäßig werden automatisch die Dinge oder die Detection Models aktiviert, wo wir auch Sensoren haben. Das heißt, hat der Kunde eine Cloud App Security hier in diesem Bereich, dann wird auch automatisch genau dieses Detection Model aktiviert. Hat der Kunde keine Cloud App Security, ist es ausgegraut, er kann es nicht aktivieren, er hat keinen Sensor dafür, es macht keinen Sinn. Ja? So läuft das dementsprechend ab. Das heißt, unterm Strich muss sich der Kunde oder der Partner nicht darum kümmern, die Detection Models einzeln einzuschalten. Ja? Aber man kann es natürlich hier ausschalten, aus irgendwelchen Gründen, wenn man das haben möchte. Okay. Willst du noch ganz kurz auf das Thema Threat Intelligence Sweeping eingehen, was ja hier auch ein Detection Model ist? Ja, durchaus. Also das Threat Intelligence Sweeping finden wir hier in dem Bereich Threat Intelligence und Intelligence Reports. Die Intelligence Reports setzen sich aus verschiedenen internen, also Trend Micro internen Threat Intelligence Informationen, aber auch externen Informationen, wie zum Beispiel das Hessen 3C, das Cyber Competence Center, liefert hier auch Informationen ein. Und mit dem Sweeping, man kann es sich wie einen zeitgesteuerten Scan vorstellen. Ja? Der läuft regelmäßig ab und prüft die Umgebung auf Indikatoren, die schadhaft sind. Ja? Das sind sogenannte intelligente Rauch- und Bewegungsmelder. Wenn wir irgendwo einen gewissen Indikator sehen, der schon in einer Malware-Kampagne, wie zum Beispiel hier Darkbit, Ransomware-Targets, Israel, bla bla bla, wenn wir das irgendwo sehen auch in der Kundenumgebung, dann kann das eventuell schon der erste Indikator sein, dass dort irgendwas nicht koscher läuft, ohne dass die Ransomware bei dem Kunden explodiert ist. Ja? Aber das ist der erste Schritt und der erste Punkt, wo man reagieren sollte, auf den ersten kleinsten Indikator, um zu und auch proaktiv, ja, eventuell Dinge einzudämmen,
und ein Risiko zu reduzieren. Das fällt ja so ein bisschen in den Konfigurationsbereich, den wir am Anfang hatten. Also wie kriege ich möglichst viele Informationen in mein XDR Data Lake, um ein möglichst komplettes Bild zu erzeugen. Das heißt, ich muss auch diese Intelligence Reports mit anbinden und diese Autosweeping aktivieren, damit hier ein regelmäßiger Scan der vorhandenen XDR-Daten stattfindet und hier schon richtig mal proaktiv nach IOCs gesucht wird. Ja, das ist Teil der Grundkonfiguration. Also man sollte mit den Kunden sprechen, dass es hier External Sources gibt. Die sind standardmäßig deaktiviert. Vielleicht ganz wichtig, dass man das auch nochmal erwähnt, dass diese standardmäßig deaktiviert sind. Und der Kunde kann selber entscheiden, welche er heranziehen möchte. Wenn das dementsprechend hier so gemacht wurde, dann gibt es hier die Autosweeping-Konfiguration. Und auch für die externen Sources kann das Autosweeping dann natürlich aktiviert werden. Ja? Und als Resultat sieht man dann eventuell genau das, wie zum Beispiel hier Lazarus Group, IOCs, dass wir hier Einschläge haben, auch in unserer Umgebung. Ja? Dass man genau darauf aufmerksam gemacht wird. Okay. Es kommen hier jede Menge Fragen rein. Ich versuche, die hier auch noch zu platzieren. Wenn ich nicht dazu komme, dann versuche ich es am Ende noch darauf zu sprechen zu kommen. Eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, die auch hier im Chatbereich aufgetaucht ist, ist die Frage nach der Automatisierung. Also wir haben jetzt ganz viele XDR-Daten. Wir haben jetzt Workbenches, die erstellt werden. Wir haben Alerts, High, Medium, Critical, Low. Frage Nummer eins, kann ich mich darüber informieren lassen? Es gibt gewisse Alerts, die du jetzt empfehlen würdest, worüber ich mich informieren lassen würde oder sollte, und wie kann ich mich darüber informieren lassen? Ja, also es gibt in dem Bereich, ich muss kurz gucken, Notifications, kann ich mich natürlich über Workbenches informieren lassen, dass eine neue Workbench kreiert wurde. Ja? Ich glaube aber, wenn man tagtäglich damit arbeitet, ist es vielleicht sinnvoller, hier in den Bereich Workflow und Automation einzusteigen und dann hier in den Bereich Security Playbooks. In dem Bereich Security Playbooks kann ich dann aus zum Beispiel Templates wählen, Automated Response Playbook. Ich mache das Ganze mal hier kurz auf. Man sieht an der Stelle, dass hier der Trigger auf Workbench Alert steht. Man kann auch hier definieren, ich mache das mal kurz anders. Create Playbook from Template. Das Ganze nennen wir dann mal kurz hier GR. Apply. So. Also, ich hoffe, das kann man noch an der Stelle erkennen bei euch. Oder soll ich es größer machen? Geht's? Ja, ein bisschen größer wäre vielleicht ganz gut. So. Ja. Also, Target Workbench Alert. Also, wir haben hier dann schon eine Einstufung. Wann soll dieses Playbook der Automatismus also triggern? Bei Critical, High, Medium oder Low? Das bezieht sich an der Stelle auf die Detection Models, die wir eben gerade gesehen haben. Ja? Also es gibt zum Beispiel ein Critical Detection Model, das heißt Ransomware Detection oder Ransomware Node. Also alles hochkritisch. Wenn wir das sehen, dann soll der Automatismus loslaufen und dann vielleicht, also wir an der Stelle hier, Action, eine E-Mail in Quarantäne stellen, die damit in Verbindung steht, oder sie sogar löschen. Wir sollen automatisch dann vielleicht Dateien in die Sandbox schicken, um zu evaluieren, ist es wirklich schadhaft oder nicht und was tut es. Ja, oder wir isolieren den Endpoint. Ja. Um das Risiko einzudämmen. Heißt, wenn irgendwo eine Ransomware gefunden wurde und der Endpoint Protection Layer hat es natürlich vielleicht blockiert oder auch nicht, ja, dann wollen wir auf jeden Fall das Risiko eindämmen und erstmal den Endpoint isolieren, um zu prüfen, besteht da eine Gefahr. Vielleicht auch gerade vielleicht um 2 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts, ja, wenn kein Administrator in die Vision One guckt und darauf reagieren kann. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal das Risiko reduziert. Ja.
Und das ist aus meiner Sicht ein Punkt, um damit umzugehen. Ja? Und natürlich kann ich hier dann auch eine Notification senden per E-Mail oder ich kann sogar, vielleicht ist das auch ein Punkt, den man mitnehmen kann, Ticketsysteme integrieren, wie ServiceNow. Ja? Dass man sagt, sende ein Ticket automatisch in ServiceNow, was Bestandteil von dem Prozess und von dem Workflow ist. Okay, super, wunderbar. Das Thema Sandbox hast du jetzt auch kurz angerissen. Das wäre zum Beispiel eine automatisierte Response, dass man hier sagt, man kann gewisse Files in der Sandbox weiterleiten. Du springst schon drauf, kann man irgendwo sehen, was dann da passiert ist in dieser Sandbox? Ja, also die Sandbox-Analyse, vielleicht kennen es einige schon aus anderen Lösungen, wie zum Beispiel Deep Discovery Analyzer. Die Dateien werden in der Sandbox ausgeführt und was wir hier dann natürlich haben, ist die Möglichkeit, das Ganze in der Thread Connector zu stellen. Wir haben den PDF-Report, den man natürlich runterladen kann, um die Analyse nachzuvollziehen, was genau dort passiert ist. Aber vielleicht auch ganz wichtig, diese Objekte landen dann auch hier in dem Bereich Suspicious Object Management. Ja? Und das ist das, was man auch aus den Trend-Micro-Lösungen kennt. Wir verteilen natürlich Informationen aus der Sandbox an die Endpoints. Ja? Man sieht an der Stelle, an welche Produkte das dann weitergegeben wird, an Apex One as a Service, an die Cloud One Endpoint und Workload Security, an die Deep Security Software und eventuell dann auch an das Service Gateway, um vielleicht noch lokale On-Premise installierte Systeme oder vielleicht eine Perimeter Firewall damit zu betanken, wie eine Checkpoint, eine Forti, Palo Alto, was auch immer. Ja. Okay, eine letzte Frage zum Thema Automatisierung habe ich noch. Wenn du jetzt hier so ein Playbook schreibst und innerhalb dieser Playbook wird als Aktion ein Endpoint isoliert beispielsweise oder ein File in eine Sandbox geschickt oder so. Kann ich das irgendwo sehen, dass das gegriffen hat und dass hier ein Endpunkt isoliert worden ist und kann ich den dann wieder aus der Isolation rausnehmen? Ja, also alles, was wir in der Vision One machen, jegliche Response oder Aktion auf den Endpoint. Eine kann zum Beispiel sein Remote Shell. Was bedeutet die Remote Shell? Ich zeige es euch an der Stelle gleich. Oder Isolate Endpoint wird hier auditiert und nachvollzogen. Das heißt, wir sehen, welcher User hat es gemacht. Wurde es aus der Workbench gemacht, aus der Search? Kam es aus einem automatisierten Playbook und so weiter? Wird hier dementsprechend dargestellt und ist immer nachzuvollziehen. Ja. Das sind auch Dinge, die natürlich gemacht werden müssen. Diese Art von Audit, damit wir nachvollziehen können, was ist dort überhaupt passiert. Ja. Genau. Okay. Wenn jetzt mehrere Kollegen an der Konsole arbeiten, ja, wir haben ja hier eine rollenbasierte Administrationsmöglichkeit. Gibt es Tipps von deiner Seite, wie man jetzt, ich sag mal, im Team arbeiten sollte, um die einzelnen Alerts abzuarbeiten, die einzelnen Workbenches abzuarbeiten? Gibt es da einen Tipp von deiner Seite? Ich denke, vieles hängt von dem Prozess ab, der dahinter steht. Heißt also, die Notification geht raus per E-Mail oder in ServiceNow, dann schnappt sich irgendwer das Ticket und sagt, ich gucke mir jetzt zum Beispiel Workbench XY an. Ja, dann nimmt man dementsprechend diese Workbench als User hier in Progress und arbeitet dementsprechend an dieser Workbench. Ja, und somit sieht der andere User, okay, ich bin ein anderer ist dran und ich kümmere mich an der Stelle, ich gehe mal hier kurz rein. Ups, jetzt habe ich rausgenommen. Um alles, was hier zum Beispiel als new gefleckt ist. Ja? Und konzentriere mich darauf und nehme die nächste Workbench in Bearbeitung. Und somit kann man einen Workflow, einen Prozess implementieren, um damit effizient und zielgerichtet zu arbeiten.
Okay. Können wir noch mal ganz kurz in den Bereich Observed Attack Techniques springen? Auch hier werden ja Dinge dargestellt, die man eventuell, denen man eventuell nachgehen sollte. Hast du hier einen Tipp, wie man vielleicht auch hier erreicht, dass man Dinge, die man schon abgearbeitet hat, vielleicht verstecken kann oder rausnehmen kann aus dem Alerting? Ja, also ich denke, wie wir vielleicht zu Anfang gesagt haben, worum sollte ich mich kümmern, wenn ich tagtäglich mit der Vision One-Konsole arbeite, Operations Dashboard, Workbenches, aber auch ganz klar Observed Attack Techniques. Was sind Observed Attack Techniques? Das sind Telemetriedaten, die, ich gehe mal hier kurz vielleicht in die letzte Stunde, ob wir da hier was sehen, was sinnvoll ist. Das sind Telemetriedaten, die mit dem Meteor Attack Framework gematcht wurden. Heißt also, es gab irgendwo eine Aktivität, die durchaus verdächtig ist, dann wird sie dementsprechend hier den Observed Attack Techniques dargestellt. Ja? Und aus meiner Sicht ist das auch ein essentieller Bereich, den man sich angucken sollte. Ja? Heißt also, hier tauchen unter anderem Malware Detections auf, die durch Apex One oder Cloud One gefunden wurden oder durch den Deep Discovery Inspector. Das sind Verhaltensmuster und Anomalien, die auf den Endpoints natürlich auftauchen. Und genau, jetzt, genau, also das sind Dinge, die wir hier natürlich sehen. Ja, unter anderem sehen wir malicious URL, ja, die hier auf einem System gefunden wurden. PSX Execution by Process. Dinge, die dementsprechend auf den Endpoints passieren und mit dem Meteor Attack Framework, man sieht es hier, Taktik und Technik immer verknüpft werden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, auf diesen Domain Controller, Print, Spooler, Driver, Execution ist jetzt für mich nicht relevant. Ja? Dann kann ich sagen, hide value und dann wird dementsprechend genau das hier ausgeblendet und für meinen User auch dementsprechend nicht mehr dargestellt. Das heißt, ich lenke den Blick auf das Wesentliche und alles, was irrelevant ist, kann ich ausblenden. Des Weiteren kann ich auch sagen, okay, vielleicht ist auch dieser Prozess, den ich hier natürlich jetzt nicht kenne, für mich nicht relevant insgesamt. Dann kann ich hier zum Beispiel eine Exception bauen. Heißt also, dass für diesen Filter genau dieses Objekt als Ausnahme definiert wird und es wird in Zukunft nicht mehr moniert. Ja? Das sind Dinge, die ich natürlich gerade im Anfang mit dem Kunden durchgehen muss, um ein gewisses Feintuning der Umgebung durchzuführen. Ja? Was ist legitim? Also vielleicht nicht koscher, aber legitim, weil die Kunden das schon immer so gemacht haben. Ja? Aber es lässt sich einfach nicht eliminieren. Dann muss ich einen Weg finden, trotzdem Visibilität zu schaffen und den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Und dann muss ich eventuell mit Exceptions arbeiten. Ja, ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, um ein bisschen aufzuräumen und den Überblick behalten zu können in der Masse an Informationen, die hier dargestellt wird. Absolut, richtig. Wenn du jetzt, weil das wirklich ein Punkt ist, wo ich schon öfter darauf angesprochen worden bin, wenn du jetzt was hier versteckst, also auf Hide gesetzt hast und du hast es aus Versehen auf Hide gesetzt, wo finde ich denn die Dinge, die ich versteckt habe und kann sie eventuell im Notfall auch wieder sichtbar machen? Ja, guter Punkt. Es gibt hier oben den Bereich, der jetzt mit der 2 markiert ist. Ja, das sind die Dinge, die wir als Hidden Objects hier hinterlegt haben. Ja, und die kann man dann hier wieder rausnehmen und dann werden die Objekte wieder eingeblendet. Ja. Und genau, dann sind anscheinend tatsächlich schon einige verzweifelt daran, ja, diesen Button zu finden. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, auch die ich mal so gelesen habe, während du gesprochen hast. Ich habe versucht, sie einfließen zu lassen. Zum Teil war es schwierig, sie jetzt da unterzubringen.
weil du zum Beispiel ganz am Anfang eher auf den Bereich Risk Insights eingegangen bist, als du gesagt hast, wie man einsteigen könnte, weil das wahrscheinlich eine ganz gute Darstellung mit den Dashboards ist und man relativ schnell halt einen Überblick hat, wo man einsteigen sollte. Hier kam die Frage auf, wie schnell es oder wie lange es dauert, bis Veränderungen hier sichtbar werden im Bereich Risk Insight. Ist ein bisschen jetzt, hat jetzt nicht direkt was mit XDR zu tun. Mhm. Hier geht es um Konfiguration von Patchständen, also wenn Systeme gepatcht werden, wie lange dauert es, bis dann das in der Vision One-Konsole auch ersichtlich ist? Ja, also wenn wir gerade über Sicherheitslücken sprechen und wir haben jetzt hier zum Beispiel von einem uns bekannten Kollegen ein System uns angucken, extrem viele Sicherheitslücken, und wir patchen zum Beispiel genau diese Lücke, dann dauert das in der Regel ungefähr 24 Stunden, bis dementsprechend die Vision One das auch mitbekommen hat. Technischer Hintergrund ist, wir machen täglich diesen Vulnerability-Scan auf den Systemen und dann wird der Report am nächsten Tag aktualisiert in der Vision One dargestellt. Ja. Okay, guter Punkt. Jetzt kommen hier noch ein paar Fragen rein zum Sensor und auch zur Response. Eine Frage bezieht sich auf die Isolation von Endpunkten. Den Use Case kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Frage lautet, ob man alle Endpunkte gleichzeitig isolieren könnte. Weiß ich nicht, ob das geht. Mir ist auch der Use Case nicht ganz klar, um ehrlich zu sein. Vielleicht, wenn eine Ransomware gerade rumkreucht, ob man dann versucht, lieber erstmal alles zu isolieren, bevor die Ransomware sich weiter ausbreitet. Aber ja, also nehmen wir vielleicht mal dieses Beispiel des Security Playbooks. Ja? Heißt also, wir haben, ich gehe mal hier kurz in den Detection Model rein, zum Beispiel Potential Low-Key Ransomware Encryption. Nehmen wir mal in einer Kundenumgebung, haben wir auf einmal 200 Endpoints, die genau dieses Verhalten an den Tag legen und es wird eine Workbench kreiert und das erkannt, dann kann das Security Playbook helfen, automatisch genau diese betroffenen Endpoints sofort vom Netz zu nehmen, zu isolieren, um das Risiko einzudämmen, um im späteren Verlauf weitere Analysen zu machen. Wichtig vielleicht, alle Endpoints, die isoliert werden, haben immer noch die Verbindung zur Vision One. Heißt also, ich habe die Möglichkeit, die Endpoints weiterhin zum Beispiel mit einer Remote Shell, mit PowerShell-Skripten, mit verschiedenen Toolkits weiterhin zu betanken, zu analysieren. Und wenn ich dann feststelle, okay, wir müssen die Endpoints neu installieren, dann ist das so. Aber die Bedrohung ist dann erstmal, wie gesagt, reduziert. Geht das so in die Richtung, in die Frage? Ich denke ja, es kamen noch ein paar Informationen dazu, aber ich hoffe, dass es damit beantwortet wurde, die Frage. Einen Punkt, der jetzt hier auch noch angesprochen wurde und den wir auch ausgelassen haben, ist das Thema XDR-Sensoren. Also wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, welche Sensoren wir haben. Eine Frage ist, braucht man immer das komplette Produkt, um den XDR-Sensor verwenden zu können? Also brauche ich immer Apex One as a Service plus XDR-Sensor, damit ich den Sensor habe? Hm. Oder gibt es den Sensor für Endpoint auch einzeln? Und ja. Was sind die Vorteile oder Nachteile? Ja, ein guter Punkt. Also der Sensor ist ja hier im Endpoint Inventory dieser Agent Installer. Der Agent Installer ist unabhängig vom darüber liegenden Security-Produkt. Heißt also, ich kann den auch neben einem Apex One laufen lassen. Ich kann den neben den Deep Security laufen lassen. Ich kann den neben einem Windows Defender laufen lassen, wenn ich das haben möchte. Ja? Was ich aber auf jeden Fall dadurch gewinne, ist die Telemetrie, Datenermittlung und die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Vielleicht auch gekoppelt mit dem Managed Service oder die Korrelation aus Netzwerk, E-Mail,
die ich dann damit schaffen kann. Ja. Gibt es Nachteile, wenn man jetzt nur den Sensor einsetzt und nicht den kompletten Endpoint Protection Agent? Ja, also nehmen wir mal das Beispiel Ransomware Detection. Der Cloud One Endpoint, die Cloud One Endpoint Security oder Apex One entdeckt irgendwo eine Ransomware oder eine Verbindung zu einer verdächtigen Webseite. Der Sensor hat diese Protection-Funktionalitäten nicht und somit kann er das nicht erfassen. Also er prüft an der Stelle genau dieses nicht. Ja, das ist nicht seine Aufgabe. Aber diese Detection kann ein Trigger sein, um vielleicht eine weitere Analyse durchzuführen. Ja, das heißt, wir werden darauf aufmerksam gemacht, dort gab es eine Verbindung nach extern zu einem Command-and-Control-Server und dann können wir daraus resultierend eine Analyse durchführen durch den Sensor. Das heißt, es ist irgendwo Yin-Yang, es gehört irgendwie zusammen. Es gibt aber auch Use-Cases, wo wir sagen, okay, da kann es nur den Sensor geben, weil vielleicht keine Endpoint-Protection ausgerollt werden darf. Compliance-Gründe und so weiter. Ja. Okay, letzte Frage zum Thema Sensorik. Ist auch hier im Chat aufgetaucht, ob man die einzelnen Sensoren auch granular anpassen kann von dem, was sie erfassen. Also Beispiel wurde hier genannt, Überwachung der Verschlüsselung von Notebooks, ja, aber bei Servern nein. Gibt es so eine Möglichkeit? Nein. Okay. Der Sensor erfasst alles und alle Bereiche des Betriebssystems und wir können das dementsprechend nicht weiter runterdrehen. Vielleicht können wir nochmal über den Use Case sprechen, warum das gemacht werden soll oder was dahinter steht, damit wir verstehen, wo möchte man hin, ja, oder was ist Ziel des Ganzen. Müssen wir vielleicht nochmal separat beleuchten. Jetzt laufen wir langsam aus der Zeit. Ich wollte noch zwei wichtige Punkte ansprechen. Ich mache vielleicht den zweiten vor dem ersten aufgrund der Zeit. Wenn ich jetzt Probleme habe, ja, mit beispielsweise Anbindung meiner Endpoint-Sensoren mit der Vision One-Konsole, die tauchen da nicht auf, ja. Oder ich brauche irgendwie Hilfe. Wo finde ich die Hilfe? Gibt es gewisse Tools, die ich nutzen kann? Ja, also ist es dann, glaube ich, recht wichtig, dass man dort den Support mit einschaltet. Ja? Der Support hat dementsprechend die Möglichkeiten, ins Backend zu gucken und zu analysieren, was woran es liegen könnte. Der Support hat auch hier die Möglichkeit, wenn der Remote-Support hier aktiv ist, in die Vision One-Konsole zu gucken, um auch dort gewisse Dinge zu prüfen. Also ich denke, das ist ein Punkt, der hier sicherlich helfen kann. Ja. Eventuell auch hier dementsprechend Punkte und auch Selbstdiagnose. Das heißt, es gibt hier Troubleshooting-Steps, die man durchführen kann, um vielleicht selbstständig mal der Sache auf den Grund zu gehen, bevor man den Support einschaltet. Ja. Ich denke, je nach Dringlichkeit und Kritikalität sollte man vielleicht dann eher zum Support greifen, um das Problem schnellstmöglich zu lösen. Okay, wunderbar. Jetzt sind wir leider auf das Thema Execution Profile und Network Analytics Report gar nicht zu sprechen gekommen, obwohl das auch interessant wäre bei der Analyse von Alarmen. Müssen wir vielleicht nochmal ein Webinar machen, Gregor? Ja, können wir sehr gerne tun. Oder wenn es da dementsprechend vielleicht weiteren Bedarf gibt, könnt ihr uns natürlich auch direkt ansprechen und dann kriegen wir an der Stelle auch das zusammen. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle aufhören. Wir haben die Stunde rumgekriegt, locker. Ja. Die Fragen müssen wir aufnehmen und im Nachgang, denke ich, beantworten. Ja, so machen wir das. Ja. Wenn ihr wollt und wer noch Lust hat, könnt ihr noch länger bleiben. Aber vielleicht müsst ihr auch weiter. Ich weiß es jetzt nicht. Ich könnte noch ein, zwei Minuten machen. Ich weiß nicht, ob entscheidet die ihr. Teilnehmer noch Lust haben, uns weiter zuzuhören. Entscheidet ihr. Ihr könnt auch Schluss machen. Dann lade ich euch halt nochmal ein. Das ist ja jetzt nicht das Schlechteste, euch im Webinar hier zu haben. Ich glaube, wir haben so viele Fragen. Wir könnten tatsächlich nochmal ein komplettes Webinar machen. Das ist ein Deal. Mach mal.